Heute gibt es Teil 12 meiner Lesereihe oder Lesereise und gleichzeitig beginnt der zweite Teil dieses Buches, also Jenny Erdbeerstein fliegt nach Los Angeles. So, die Brille auf. Part 2. Endlich saß Mrs. Jenny Erdbeerstein mit viel zu vielen Zweifeln, zu wenig Lässigkeit und gemischten Gefühlen im Flugzeug. Sie dachte an Tom und an das, was sich gestern Abend abgespielt hatte. Zwischen ihnen war immer noch dieses Feuer, wie er so schön sagte. Sie musste diejenige sein, die ging. Denn er würde es nie tun. Er sagte, dass er sie liebe, aber für Jenny war er der fremdgehende Tom mit seinem eigenen Mikrokosmos. Was hatte es also für einen Sinn, sich etwas Surreales zu wünschen? Es ging nicht allein darum, was er sagte, sondern um das, was er letztendlich tat und immer wieder tun würde. Abrupt wurde Jenny aus ihren Gedanken gerissen. Ein gut aussehender Mann, so in den 40ern, schätzte Jenny, setzte sich neben sie und sagte Hi. Hi, grüßte sie kurz zurück und kam nicht umhin, ständig darüber nachzudenken, wie das Timing momentan ihr Leben bestimmte. War es nun gut oder war es schlecht? Alles ging irgendwie ineinander über, Toms Enthüllungen und gleichzeitig ihr Trip nach Los Angeles. Wie sie es auch betrachtete, Jenny befand sich in einer fetten Existenzkrise oder war es doch schon die existenziell abgehakt Krise? Singlefrauen, so wie Hannah, sind ständig auf der Suche nach einem gewissen Ding. Betrogene Ehefrauen sind auf der Suche nach Antworten. Die vielen Flugstunden und das beengte Sitzen beanspruchten Jennys labiles Nervenkostüm bis zum Zerreißen. Als nach der Fütterung endlich Ruhe im Airbus eingekehrt war, die Stewardessen mit dem Abräumen und ihrem Duty-Free-Wägelchen durch waren, setzte bei ihrem Nachbarn die Müdigkeit ein. Sanft entglitt er ins Land der Träume und sein Kopf fiel dabei auf Jennys Schulter hinab. An die Airbus-Wand gedrängt überfiel Jenny ein derart beklemmendes Gefühl, dass sie am liebsten aus dem Flugzeug gesprungen wäre. Sie musste raus aus ihrem Sitz und fragte sich, wie sie das am besten anstellen sollte, den Mann wecken oder einfach über ihn hinwegsteigen. Als erstes entzog sie ihm ihre Schulter, stand auf und suchte nach einer Möglichkeit, aus der Sitzreihe herauszukommen. Um sie herum schliefen alle. Die Kabinenbeleuchtung war auf Schlummerlicht eingestellt. Gelenkig, wie sie dank jahrelangem Yoga war, versuchte sie, ein Bein über ihn hinwegzuheben. Plötzlich blinkten die Anschnallzeichen auf, es ruckelte kurz und Jenny saß auf seinem Schoß. Er erwachte, erkannte die Situation und sagte peinlich berührt, oh, sorry. Also ich muss mich entschuldigen, aber ich müsste mal raus. Naja, am besten stehen wir beide auf. Geht schon, bleiben Sie ruhig sitzen. Sie erhob sich und irgendwie zwängte sie sich mühsam in den Gang hinaus. Alles klar, fragte er freundlich, als Jenny von der Toilette zurückkam. Sie nickte kurz und lächelte dankbar, dass er freundlicherweise aufgestanden war. Was machen Sie in L.A., begann er das Gespräch. Jenny überlegte und sagte knapp, ich besuche einen Freund. Waren Sie schon mal in Los Angeles? Nein. Ist eine verrückte Stadt, das sage ich Ihnen. Viele Stars und Sternchen, Psychoanalytiker und die ewig Suchenden. Eine Suchende war sie ja irgendwie auch. Bob Rosenbaum stellte er sich vor und gab ihr eine Visitenkarte. Jenny Erdbeerstein, schöner Name, ich weiß. Und sonst? Naja, eigentlich wollte sie nicht reden, aber unhöflich sein wollte sie auch nicht. Was meinen Sie? Also so ein bisschen Smalltalk? Okay. Dabei sah sie auf seine Karte. Großer Gott, ein plastischer Chirurg. Auch das noch. Werbung in eigener Sache und Jenny sein Opfer. Ich sehe schon, keine gute Idee. Doch, doch, ist witzig. Kürzlich war ich bei einem Beratungsgespräch. Interessiert musterte er Jenny und kurzerhand erzählte sie von seinem Kollegen, der sie so seziert hatte. Und das gleich beim ersten Mal? Na, da hat mein Kollege ein wenig übertrieben. Aber ein bisschen könnte man schon machen, oder? Naja, minimal. Kein Grund, sich verrückt zu machen. Dachte ich auch. Und doch tut man es irgendwie. Wie lange sind Sie in L.A.? Jenny zog die Schultern hoch. Och, weiß ich noch nicht. Also wenn Sie mögen, kommen Sie doch mal in meine Praxis, dann reden wir. Ja, vielleicht. Aber ehrlich gesagt hatte ich das für mich abgehakt. Irgendwie ist mir die Sache mit der Karte jetzt ein wenig peinlich, sagte er. Ach, Quatsch, muss es nicht. Das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Fragend sah sie ihn an. Also, ich würde Sie einfach gerne wiedersehen. Oh, naja, druckste sie. Also, sorry, kommt gerade falsch an, aber ich dachte mir, weg mit den Konventionen, wir landen gleich und schon verliert man sich wieder aus den Augen. Also, das hatte er wirklich nett gesagt.
Und Jenny überlegte, wie sie auf charmante Weise ihm ein Treffen ausreden konnte. Glücklicherweise wurden im selben Moment heiße Kompressen von den Stewardessen gereicht und somit fand das Thema ein Ende. Danach gab es noch einen kleinen Snack und Jenny schaute gedankenverloren aus dem Fenster und kaute auf ihrem Hörnchen. Sie sah auf einen Flickenteppich von flachen Häusern, eins brav neben dem anderen, mit ein bisschen Grün drumherum, hin und wieder von türkisfarbenen Flecken den Swimmingpools unterbrochen. Der Airbus landete. Es klatschte niemand. Kaum, dass die Anschnallzeichen erloschen waren, breitete sich die übliche Hektik im Flugzeug aus. Die Handys wurden ausgeschaltet und eine nervöse Unruhe machte sich sofort breit. Beim Verabschieden sagte der Doc, eine schöne Zeit in L.A. wünsche ich Ihnen. Und wie gesagt, Sie haben ja meine Karte. Jenny lächelte matt, irgendwie war sie total fertig und der Gedanke daran, was sie jetzt erwartete oder auch nicht, ließ sie in ihrem Sitz immer kleiner werden. Als letzter Passagier verließ sie das Flugzeug und gesellte sich in die lange Schlange der Einreisenden in die Vereinigten Staaten von Amerika ein. Die anstehende Pass- und Zollkontrolle erwies sich als äußerst zeitaufwendig. Augen scannen, Fingerabdrücke und Fragen über den Zweck des Aufenthaltes und der dabei prüfende Blick erzeugte in Jenny ein mulmiges Gefühl. Warum? Naja, man kam sich so ausgeliefert vor, so als ob man das Schlimmste befürchten musste. Als Jenny an der Reihe war, legte sie ihren Pass auf den Tresen, ließ ihre Augen scannen, hinterließ ihre Fingerabdrücke und sagte, dass sie auf Urlaub einreisen wollte. Mit einem Welcome, Miss Erdbeerstein, bekam sie ihren Einreisestempel und ein freundliches Lächeln. Ihrem Koffer vom Gepäckband nehmend und den Ausgang entgegenlaufend, dachte Jenny, hoffentlich ist das so, wie ich es mir wünsche. Vigo steht da, öffnet seine Arme und entführt mich in die Stadt der Engel. Bevor sich die Sicherheitstür öffnete, ordnete sie noch schnell mit den Fingern ihr Haar und legte ein bezauberndes Lächeln auf, was im selben Moment auch schon wieder erstarb, als sie einem großen Schild Mrs. Erdbeerstein gegenüberstand. »Mrs. Erdbeerstein?« fragte der Mann mit dem Schild. Weiter kam er nicht. Jenny etwas zackig. »Ja, wo ist Mr. Anderson?« »So sorry, Mr. Anderson ist beschäftigt. Ich bin der Fahrer.« »Oh«, entfuhr es ihr und folgte ihm wie fremdgesteuert. Damit hatte sie nicht gerechnet. Der lange Flug, das ewige Warten bei der Einreise und als Krönung kein Vigo. Also das war nun wirklich das Allerletzte. Unzuverlässigkeit ohne Absprache entsprach nicht Jennys Lebensphilosophie. Sie fragte sich, ob sie denn nun von allen guten Geistern verlassen war. Hatte sie wirklich geglaubt, sich auf sein Wort verlassen zu können? Die Antwort gab sie sich selbst. Ja, sie hatte sich auf ihn verlassen. Begegnungen in Beverly Hills. Ungefähr eine knappe Stunde dauerte die Fahrt in der schönen klimatisierten Limousine vom Airport nach Beverly Hills. Jenny nahm alles um sich herum gar nicht richtig wahr. Der Fahrer sagte nichts, Jenny sagte auch nichts. Erst das hügelige Gelände von Beverly Hills mit seinen eleganten Häusern und prachtvollen Gärten brachten sie ins Hier und Jetzt zurück. Die Straßen säumten riesige Palmen und super gepflegte Gärten. Menschen allerdings waren nicht zu sehen im Domizil der prominenten Schauspieler und Regisseure. Plötzlich hielt das Auto an. Ein Tor öffnete sich, die Limousine fuhr hinein, Jenny stieg aus, der Fahrer nahm den Koffer und führte sie ins Haus. Und nun? Eine freundliche Stimme fragte, ob sie einen Eistee wünsche. Jenny fuhr erschrocken herum und schaute in das nette Gesicht einer Frau, die anscheinend Vigos Haushälterin war. So ein Typ Roseanne. Etwas füllig und gutmütig dreinblickend. Jenny bejahte dankend und überlegte, sollte sie Roseanne fragen, wann Vigo nach Hause kommen würde oder sich einfach an den Pool legen. Nichts erschien ihr richtig. Das war sie einfach nicht, mit 20 vielleicht. Da hätte sie sich keinen Kopf gemacht, wäre in den Pool gesprungen und hätte sich wartend der Sonne überlassen. Aber heute? Kurz entschlossen trank sie etwas Eistee, nahm ihren Koffer wieder auf und wollte gehen. Warum? Fragte Roseanne. Ach, ich muss hier weg. Ohne Auto? Jenny nickte bejahend. Also ich rufe ein Taxi, bot sie an. Jenny schüttelte den Kopf. Nein, nein, ich laufe. Ja, hier läuft niemand. Na, ich schon, sagte Jenny und dankte. Auf der Straße stehend blickte sie sich um und sah keine einzige Menschenseele. Das war schon komisch. Ab und zu fuhr ein Auto an ihr vorbei und die Insassen schauten erstaunt, belustigt und hupten. Anscheinend musste sie für die Einheimischen ein urkomisches Bild abgeben. Wie sagte Roseanne doch gleich, hier läuft niemand. Und mit Rollkoffer schon mal gar nicht. Dann auf einmal sah sie auf der anderen Straßenseite doch etwas. Eine in die Jahre gekommene ältere vornehme Dame in einem pinkfarbenen Elektromobil sitzend blickte hilfesuchend um sich. Jenny ging mit ihrem Rollkoffer auf sie zu und ehe sie etwas sagen konnte, fragte die Dame freundlich, könnten Sie mir vielleicht helfen? Jenny riss die Augen auf und fragte schon, ich? Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ach, ich finde meine Straße nicht.
Also das tut mir leid, ich kenne mich ja auch nicht aus. Also wissen Sie, ich wohne hier schon seit 50 Jahren in Beverly Hills und ständig verändert sich hier was. Immer dasselbe. Ich kurve hier umher und dann verlässt mich irgendwie der Orientierungssinn. Ach, das ist doch schrecklich. Nichts wird im Alter besser. Jenny musste bei dieser Äußerung schmunzeln und betrachtete die passend zu ihrem Elektromobil ganz in pink gestylte Lady etwas genauer. Das war wirklich Hollywood. Perfekte Föhnfrisur, perfekt gewähltes Outfit, opulenter Schmuck. Naja, vielleicht kann ich Ihnen doch helfen, sagte Jenny und kramte ihren Stadtplan aus der Tasche. Ach, das ist nett von Ihnen. Woher kommen Sie? Aus Berlin. Ach, Deutschland, sinnierte sie laut und griff sich an ihr Herz. Da war ich auch mal vor langer, langer Zeit. Lassen Sie mich überlegen. Ich glaube, das war im Jahr 1982. Ich kam als Präsidentin der Filmfestspiele nach Berlin. Jenny horchte auf. Filmfestspiele? Irgendwie kam ihr diese Frau bekannt vor, aber sie wusste, sie nicht einzuordnen. Dumm nur, dass ich es nie erfahren werde, schoss es ihr so einfach durch den Kopf. Wie heißt denn Ihre Straße? Jenny orientierte sich und meinte, ich bringe Sie nach Hause. Ist nicht weit von hier. Ach, junge Frau, das ist sehr nett. Stellen Sie sich doch hinten auf das Trittbrett, so geht's schneller. Gesagt, getan. Jenny stellte sich auf das Elektromobil, hielt den Koffer in der einen Hand und musste sich mit der anderen sofort festhalten, weil Pink Lady schon ordentlich auf die Tube drückte. Sie amüsierte sich königlich und schrie dabei, das macht Spaß! Jenny gab von hinten Anweisungen, in welche Straße sie abbiegen müssten und schon hielten sie vor einem riesigen Tor, welches rechts und links von einer hohen Hecke umsäumt war. Die Lady drückte auf die Fernbedienung, das Tor öffnete sich und Jenny hielt kurz den Atem an. Wow, entfuhr es ihr dann doch. Ach, wissen Sie, das Leben in Hollywood ist unsichtbar. Es findet hinter den Fassaden statt, müssen Sie wissen. Ist schon klar, sagte Jenny und fuhr plötzlich zusammen. Pink Lady hatte ihre pinkfarbene Fanfarenhube betätigt, um ihr Personal zusammenzutrommeln. Kommen Sie doch mit rein auf eine schöne Tasse Tee Darjeeling. Ach, das ist wirklich ganz reizend, aber ich muss mir ein Hotel suchen, sagte Jenny und ärgerte sich auch schon im selben Moment über ihre dumme Reaktion auf diese nette Einladung. Laufen? Fragte Pink Lady ungläubig. Hier läuft keiner in L.A. Sie können ja meinen Scooter nehmen. Beide lachten. Also ich rufe Ihnen ein Taxi. Danke. Und Hotels, müssen Sie wissen, die gibt's hier genug. Da finden wir schon was, sagte sie und stieg aus ihrem Elektromobil. Jenny staunte. Pink Lady konnte laufen. Zwar etwas wackelig, aber immerhin. Also es ist ja nicht so, dass ich völlig unbeweglich und plemplem bin, nur eben ausgedehnte Spaziergänge sind nicht mehr drin und mein Gedächtnis lässt mich eben doch manchmal im Stich. Jenny überlegte, wie alt ihre neue Bekannte sein könnte. Also wenn sie schon seit 50 Jahren in Beverly Hills lebte, dann müsste sie so um die 80 Jahre alt oder vielleicht noch älter sein. Denn Beverly Hills ist das Finale des amerikanischen Traums. Wer hier wohnte, hatte es geschafft. Ihre angenehme Stimme brachte Jenny zurück. Na, jetzt kommen Sie schon. Jenny nahm ihren Koffer und lief der alten Dame hinterher. Setzen Sie sich doch, ich lasse uns Tee und Ingwerkekse bringen. Jenny gehorchte und sah sich mit ihren Augen im Pink Palace etwas um. Sie fühlte sich wie in einem alten Hollywood-Klassiker. Der Prunk vergangener Tage war noch spürbar, auch wenn an den Edelholzmöbeln, den Spiegeln und Bildern der Zahn der Zeit nagte. Dieses Haus spiegelte das perfekte, glamouröse Ambiente des goldenen Zeitalters wider. An den Wänden hingen Fotos von berühmten Filmstars aus der alten Zeit. Stars wie Marlene Dietrich, Greta Garbo, Betty Davis, James Dean, Rock Hudson, Humphrey Bogart, Frank Sinatra und. Alles Ikonen, die schon längst nicht mehr unter den Lebenden weilten. Und Jenny kam in den Sinn, wenn die Wände reden könnten, würden sie bestimmt wahnsinnig spannende Geschichten erzählen. Pink Lady beobachtete Jenny und meinte, tja, das waren noch Zeiten. Die beste überhaupt, die Hollywood je erlebt hat. Viele Künstler versuchten ihr Glück im jungen Hollywood und es gab so unglaubliche Überraschungen, die sich heute neben den ganz großspurig produzierten Blockbustern gar nicht mehr behaupten könnten. Das muss sehr aufregend gewesen sein, sagte Jenny. Ach, wissen Sie, ich hatte ein schönes, ausgefülltes Leben und viele Freunde. Heute bin ich alt und ziemlich allein. Haben Sie denn keine Familie? Oh doch, ich habe zwei Töchter, aber ehrlich gesagt war ich eine Rabenmutter. Jenny sah diesen schmerzvollen Blick, der kurz über ihr schönes Gesicht hinweghuschte. Sie hob die Schultern leicht, diese Offenbarung war zu entwaffnend, um überhaupt irgendetwas dazu zu sagen. Sie saß in einer Hollywood-Villa, einer großen Hollywood-Legende gegenüber, trank Tee, knabberte an einem Ingwerkeks und hatte ganz vergessen, sich vorzustellen. Sie beugte sich vor, reichte ihrer charmanten Gastgeberin die Hand und sagte brav, »Hi, ich bin Jenny Erdbeerstein. Hi Jenny, schöner Name. Sie wissen vielleicht nicht, wer ich bin. Oh doch!« Verzeihung, irgendwie schon, aber ehrlich gesagt,
ich kann es gar nicht so richtig glauben, manövrierte Jenny um die Frage herum. Das ging ja gar nicht, dass sie jetzt zugeben musste, dass sie diese Diva nicht kannte. Hilfesuchend sah sie sich noch einmal kurz um und dann erblickte sie ein Foto, welches die junge Pink Lady mit Alfred Hitchcock zeigte. Glauben Sie es nur, Kindchen. Sie sind die Frau ohne Namen aus Hitchcocks Rebecca, sagte Jenny plötzlich wie von einem Geistesblitz getroffen und atmete erleichtert auf. Ja genau, ich war die zweite Mrs. De Winter. Diese Rolle war mein Durchbruch in Hollywood. Mann, ist das abgefahren, dachte Jenny schnell. Also im wirklichen Leben Joan Whitewood. Für sie einfach nur Joan. Es ist mir eine große Ehre, ehrlich gesagt. Ich bin total verwirrt, begann Jenny nun. Das ist einfach alles so unglaublich. Also ich muss nicht mal kneifen. Joan lächelte, verzückt, stopfte eine Zigarette in die elfenbeinfarbene Zigarettenspitze, sah ihr kurz in die Augen und meinte, ach Kindchen, das gefällt mir. Sie sind so erfrischend und ich bin so selbstsüchtig. Dabei müssen Sie doch bestimmt todmüde sein. Jenny unterdrückte ein Gähnen. Och nö, ich rufe Ihnen jetzt ein Taxi und am besten gehen Sie in ein Hotel am Sunset Boulevard. Eine junge Frau wie Sie sollte etwas erleben. Ich hatte eine Einladung, wurde aber nicht abgeholt. Ein Fahrer brachte mich zwar in sein Haus, aber irgendwie kam mir die Sache spanisch vor. Ich wollte da nicht bleiben und lief davon. Ihre warmen Augen blickten sie eine Weile lang an. Sein Haus? Es geht also doch um einen Mann. Dachte ich's mir doch. Jenny starrte verlegen auf ihre Schuhe. Ist es nicht so, dass es sich im Leben einer Frau immer um die Männer dreht? Sie machen uns entweder glücklich oder wir verzweifeln an ihnen. Na, davon kann ich ein Lied singen, bestätigte Joan und blies den Rauch ihrer Zigarette in die Luft. Ich hatte genug davon, das kann ich Ihnen sagen und ich sage Ihnen noch etwas. Jenny schaute sie fragend an. Besuchen Sie mich doch mal, ich könnte ein bisschen Gesellschaft gut gebrauchen. Danke, das werde ich tun. Sie fühlte sich wie in einer Zeitmaschine zurück ins goldene Zeitalter Hollywoods katapultiert und bevor Jenny ins Taxi stieg, gab ihr Joan zwei Zettel, einen mit ihrer Telefonnummer und einen mit dem Namen eines Hotels. Wenn Sie ausgeschlafen sind und Langeweile haben, melden Sie sich, ja? Jenny nahm voller Wärme ihre Hand. Das mache ich und vielen Dank. Keine Ursache, wer weiß, warum wir uns begegnet sind. Jenny horchte auf. Ihre Worte berührten sie zutiefst. Joan drückte noch einmal ihre Hand und dann sagte sie den bedeutungsvollen Satz, Jenny, ich glaube nicht an Zufälle. Wie vom Donner gerührt starrte Jenny die bezaubernde Diva an und konnte ihr Glück nicht fassen. Das war echt und kein Skript. Allein schon wegen dieser zufälligen Begegnung, die laut Joan ja kein Zufall sein konnte, hatte sich ihre Reise nach Los Angeles gelohnt. Hotel, Hotel. Dass sich Jenny dieses dievenmäßige Etablissement definitiv nicht leisten konnte, war schon in der Eingangshalle klar. Sie fragte höflich nach anderen Hotels in einer wenigen hohen Preisklasse, aber eben auch nicht zu trashig und ihr wurde das Standard, ein Design-Boutique-Hotel, wärmstens empfohlen. Kurz entschlossen nahm sie wieder ihren Rollkoffer und wunderte sich, dass auch hier niemand lief. Die Sonne brannte und sie fragte sich, ob es richtig war, mit einem Rollkoffer und diffusem Ziel suchend loszuziehen. Schließlich verfügte sie über Toms Platin-Kreditkarte. Glücklicherweise gab es im Standard auch ohne Reservierung noch ein Zimmer und Jenny checkte auf unbestimmte Zeit ein. Ihr Koffer wurde ins Zimmer gebracht und als sich die Tür hinter dem Pagen schloss, fiel Jenny völlig kaputt auf das große King-Size-Bett und schlief sofort ein. Als sie erwachte, war es schon dunkel. Sie knipste das Licht an, ging auf die Toilette und freute sich über die Sauberkeit. Das Zimmer war minimalistisch eingerichtet, dennoch sehr schick und als Krönung gab es auch noch einen kleinen Balkon. Aus der gut gefüllten Minibar entnahm sie ein Ginger Ale, setzte sich wieder aufs Bett und überlegte. War es nicht schwachsinnig und vorpubertär, einfach so aus Vegos Haus zu fliehen und dann allein im Hotel zu sitzen? Dafür war sie nicht hierher geflogen. Dennoch wäre sie in seiner Villa geblieben, hätte sie nie im Leben die bezaubernde Diva getroffen und wieder fragte sie sich, ob nicht doch alles irgendwie einen Sinn ergab. Darüber grübelnd und den Jetlag spürend, wälzte sich Jenny in den weichen Kissen hin und her. Als der Morgen endlich graute, sprang sie aus dem Bett und holte das iPhone aus ihrer Prada. Die Mailbox war voller Ich mach mir Sorgen um dich Sprachnachrichten von Tom und mehreren Tut mir leid Sprachnachrichten von Vigo. Beide forderten vehement ein, dass sie sich unbedingt melden sollte und Jenny dachte nicht im Traum daran. Sie machte das Ding wieder aus und legte es in den Koffer. Sie verspürte Hunger, der Bauch grummelte und erst jetzt fiel ihr auf, dass sie, abgesehen von dem Ingwerkeks, schon ewig nichts mehr gegessen hatte. Nach dem Duschen zog sie sich Jeans, einen Seidentop und eine leichte Strickjacke an und ging ins Hotelrestaurant. Der Stil erinnerte an alte Filme aus den 50ern, so ein typisches American Diner. Mit ausgeprägtem Appetit bestellte sie Eier, Speck und Blueberry Muffins, dazu einen doppelten Espresso und Orangensaft. Das Personal bediente sie ausgesprochen nett und aufmerksam. Davon konnte man in Deutschland nur träumen. Und doch fühlte sie sich ziemlich doof.
so wie sie hier alleine saß, während sich das Restaurant mit Frühstücksgästen füllte. Sie alle plapperten laut durcheinander, besprachen die für den heutigen Tag geplanten Aktivitäten. Und Jenny, tja, was sollte sie eigentlich heute machen? Gut, sie war in L.A., was macht man da? Ein Besuch in den Studios vielleicht? Naja, das kam für sie nicht in Frage. Schließlich war sie keine Pauschaltouristin, sondern eine Frau, die ihren Weg in dieser Stadt erst finden musste. Außerdem waren ihr die Sehenswürdigkeiten ziemlich egal. L.A. war nicht New York, insofern musste sie kein schlechtes Gewissen haben, etwas zu verpassen. Jenny suchte nach Antworten und wollte ein bisschen Spaß. Selbst Marie hatte ihr nahegelegt, endlich wieder mal ein bisschen Spaß zu haben. Jeder Tag, den sie in Los Angeles verbringen würde, sollte eine Botschaft haben, nahm sie sich vor. Heute war ihr erster Tag, der Tag, an dem sich Jenny allein ins Getümmel stürzen würde. Shoppen. Das ging ganz gut allein, selbst in einer fremden Stadt. An der Rezeption ließ sie sich ein paar Tipps zum Powershoppen geben, bestieg einen Bus in Richtung Santa Monica und schaukelte verzweifelt auf der Suche nach einer City durch die Gegend. Sie wusste, dass L.A. ein Magnet für all diejenigen war, die nach Gelegenheiten suchten, um irgendwie Geld zu machen oder für solche, die ein neues Zuhause suchten. In diesem Millionenkessel brodelte eine ethnische Vielfalt, die ihresgleichen suchte. Jenny hatte in ihrem Reiseführer gelesen, dass in L.A. rund 3,9 Millionen Menschen lebten und der tägliche Zuwandererfluss von illegal Zugereisten, vor allem aus Mexiko, die Stadt an den Rand des Wahnsinns brachte. Man schrieb, diese Stadt in den Griff zu bekommen, ist so aussichtslos wie der Spaziergang auf einer Wolke. Die Grande Dame von Los Angeles ist natürlich Beverly Hills, da wo Jennys Einstieg begann. Gestern noch in einer Villa und heute in einem schmuddeligen Bus, Seite an Seite, eng beieinander gequetscht mit Menschen, deren Vita niemanden interessierte. In einem Bus, der nach altem Schweiß roch, das war so krass und Jenny hielt zur Sicherheit ihre Prada etwas fester an sich gepresst. Der wahre Hauptdarsteller in dieser Stadt ist und bleibt allerdings das Handy. Fiel ihr unangenehm auf. Egal ob jung oder alt, alle, wirklich alle hatten so ein Teil am Ohr und quatschten laut und rücksichtslos in dieses Ding hinein. Die 3rd Street Promenade zwischen Broadway und Wilshire Boulevard in Santa Monica glich einer Fußgängerzone im europäischen Sinne. Viele hippe Geschäfte und Fresstempel reihten sich aneinander und Jenny freute sich, als sie einen Victoria's Secret Store entdeckte. Ja, schon beim Betrachten des Lädens wurde sie höflich mit einem How are you empfangen. Sie lächelte und antwortete brav, thank you, fine. Um die unerwünschte Hilfsbereitschaft höflich abzublocken, sagte sie noch schnell, I'm just looking. Begleitet von lauter Musik in parfümgeschwängerter Luft besah sich Jenny die wirklich niedlichen Teilchen und kam nicht umhin, immer wieder auf die Videoclips der besagten Unterwäscheengel zu schauen. Da waren sie, die Heidi, die Giselle, die Miranda und andere Schönheiten, die Jenny vom Namen her nicht kannte. Mit einer Tasche voller BHs, Slips, Bikinis und Trägerhemdchen wurde ihr eine rosafarbene Umkleidekabine zugewiesen. Jenny probierte die Teilchen an, alles passte und doch fühlte sie sich gar nicht wie Heidi. Mit ihren Errungenschaften in einer pinkfarbenen Tüte verstaut, lief sie Richtung Strand, setzte sich in ein Restaurant und bestellte einen Eistee. Allein unter einheimischen Straßenmusikern und Touristen wie eine Suchende oder Gestrandete saß sie nun da und kam sich erneut richtig blöd vor. Das spielte sich alles natürlich nur in ihrem Unterbewusstsein ab. In Wirklichkeit war es ziemlich wurscht. Es war egal, ob man alleine oder in Gesellschaft saß. Obwohl der Service ausgesprochen zuvorkommend und freundlich war, stellte Jenny fest, dass alles in der Stadt der Engel im Eiltempo voranging. Niemand nahm sich so richtig Zeit für ein gemütliches Mahl. Dafür gab es anscheinend keine Zeit. Der Kosmetiktermin, der Friseur, die Pediküre, abends das Kino oder die Party, was auch immer. Alles war wichtiger. Vor den meist vollbesetzten Lokalen bildeten sich zur Lunchzeit lange Schlangen und die Hostessen konnten den wartenden Gästen präzise Auskunft erteilen, wann der nächste Tisch frei wurde. Die Wartezeit wurde mit einem Aperitif an der Bar vertrieben, aber auch hier gab es kaum ein Lächeln unter den Menschen. Sie alle hatten doch an ihrem Handy so schrecklich wichtige Dinge zu erledigen. Und Jenny wurde hier zwar mit ihrem Eistee geduldet, aber eigentlich beanspruchte sie einen ganzen Tisch für sich allein. Es war Lunchtime. Und deshalb bestellte sie rasch einen Caesar Salad, um weiter beobachten zu können. Obwohl sie in den USA war, wo das Rauchen in der Öffentlichkeit schon fast einer Straftat glich, durfte sie hier draußen rauchen. Und das tat sie nun auch. Kaum hatte sie die Zigarette angezündet, kam auch schon ein Typ vom Nachbartisch zu ihr und fragte, ob er eine haben könnte. Jenny hielt ihm wortlos das Päckchen hin, er nahm sich eine und fragte weiter nach Feuer. Sie gab ihm das Feuerzeug und sagte mehr zu sich selbst, aber rauchen kannst du alleine. Er guckte verwirrt und sagte, oh, du bist nicht von hier. Nee, Jenny wollte nicht reden, warum auch und vor allem was. Ihre Stimmung war total im Keller. Eine Touristin, sagte er, so als ob es nun eine bahnbrechende Entdeckung sei, sie als Touristin entlarvt zu haben. Sie nickte gelangweilt und sagte, ja,
Glücklicherweise wurde der Typ von seinen Tischnachbarinnen zurückgerufen und ging. Jenny beobachtete die vielen hübsch gestylten jungen Frauen mit ihren Handys in der einen Hand und der Gabel in der anderen Hand auf ihren Tellern herumstochern und dachte, das ist es nun. The American Way of Life. Nach einer anstrengenden Busfahrt zum Hotel zurück in der Rush Hour zog Jenny ihren neuen Bikini, eine Tunika und Flipflops über, ging an den kleinen Hotelpool und legte sich entspannt auf eine Liege. Als sie erwachte, war es schon wieder dunkel. Cool, sie war allein. Man hatte sie hier liegen lassen, auch nicht schlecht, dachte sie. Von irgendwoher hörte sie Musik, Gelächter und Gläser klirren. Es gab also eine Bar. In ihrem Pool-Outfit drängte sie sich zur Bar an vielen schönen Mädchen vorbei und stellte fest, dass sie hier dem Aussehen nach die Älteste war. Der Barkeeper, so ein California Sunshine Surfer Typ, mit der von Sonne ausgeblichenen langen Haaren, fragte Jenny äußerst freundlich, Hi dear, was magst du trinken? Ein Wodka Martini bitte. Okay, ich mach dir ein Special California Martini. Danke. Hey, woher kommst du? Aus Deutschland. Oh, ich war in Berlin letztes Jahr, coole Stadt. Jenny sah Mr. Sunshine interessiert beim Mixen zu. Er gab Wodka mit Vanilleflavor, frischen Limonsaft und einen Schuss Ananassaft in einen Shaker und dazu viel Eis. Kräftig geschüttelt, abgefüllt in ein Martini-Glas mit einer Scheibe Limone am Rand garniert und fertig war der Key Lime Martini. Strahlend überreichte er ihr das Glas. Welcome, sagte er und Jenny prostete ihm dankend zu. Sie nippte vorsichtig und plötzlich realisierten ihre Geschmacksnerven, wie lecker dieser Cocktail schmeckte. Sie dachte, wow, der hat Zuchtpotenzial. Zwei Kilometer später spürte sie den Jetlag und ging zu Bett. Sie freute sich über die Wahl des Hotels. Besser hätte sie es nicht treffen können. Mr. Sunshine hatte ihr erzählt, dass in dieser Bar schon Fernsehgeschichte geschrieben wurde. Also als Sex in the City einen Part in Los Angeles abgedreht hatte, fand das genau in diesem Hotel statt. Jenny liebte diese Serie und befand sich nunmehr auf den Spuren von Carrie und Samantha. Sie hingen zwar nicht mehr hier ab und diskutierten lautstark über Mr. Dildo oder sonst irgend so ein Quatsch, aber schon allein der Gedanke daran war sowas von Hollywood und fühlte sich einfach klasse an. So, ihr Lieben, heute ist wieder mal Sonntag und ich hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören und begleitet mich nächste Woche wieder oder Jenny, wie das nun weitergeht, ob sie nun Vico trifft oder nicht trifft, was da so passiert. Ich wünsche euch einen tollen Tag und bis bald. See you soon.